BVB, Sebastian Rode auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt bis Sommer. Sebastian Rode wird nach Sport1 Informationen an seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt verliehen. Der Mittelfeldspieler soll dort einen verletzten Profi ersetzen. DFB-Pokalsieg, Tabellenplatz 5, Europa League-Rekord. Trotz des 0:3 gegen den FC Bayern zum Hinrundenabschluss kann Eintracht Frankfurt auf ein herausragendes Jahr zurückblicken. Sportvorstand Freddy Bobic stellt aber bereits die Weichen für die Rückrunde, und zwar mit einer Rückholaktion. Laut Sport1 Informationen verstärkt sich die Eintracht mit Sebastian Rode von Borussia Dortmund. Er wird bis zum Sommer an die Hessen verliehen. Der defensive Mittelfeldspieler soll unter anderem den langfristigen Ausfall von Lucas Porro, Leistenoperation, kompensieren. Rode spielte von 2010 bis 2014 für die Frankfurter, ehe er zum FC Bayern wechselte. Mit seiner aggressiven Spielweise erfüllt er das Anforderungsprofil. Allerdings hatte der 28-Jährige ihm immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Seit er 2016 zum BVB wechselte, machte Rode lediglich 22 Pflichtspiele für die Profis. Sein letztes Bundesligaspiel datiert vom Mai 2017. Eine offizielle Mitteilung der Eintracht steht aus. Sein Vertrag in Dortmund galt bis 2020.